Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 16. Mai 2021. Es gibt einen Prozess zur Erleuchtung menschlicher Wesen, der beinhaltet, nach innen zu gehen, um zu wachsen, zu entdecken und zu heilen, und dann nach außen zu gehen, um zu testen, was aufgrund der geleisteten Arbeit jetzt möglich ist. Die Veränderungen beginnen immer im Inneren, und dann werden die Ergebnisse im Äußeren greifbar sichtbar. Das ist völlig normal und Teil der größeren Auf- und Vorwärtsbewegungen, die Teil der Gesamtheit des Flusses sind. Das heißt, wenn ihr immer wieder auf ein Thema stoßt, kann es sehr gut sein, dass es nicht daran liegt, dass ihr es nicht geheilt habt, sondern dass es eher eine Chance ist, zu verstehen, wie viel Heilung stattgefunden hat. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Themen immer wieder auftauchen, weil ihr nicht geheilt seid, während in Wirklichkeit eure Seele einfach sehr geschickt viele Gelegenheiten für euch orchestriert hat, um eure Meisterschaft über ein bestimmtes Thema zu messen und zu erfahren. Ein wiederkehrendes Thema deutet in keiner Weise auf Erfolg oder Misserfolg hin. Es zeigt einfach einen Bereich eures Lebens an, den ihr tiefer erforschen wolltet. Wie ihr mit diesem Thema umgeht, wenn es auftaucht, wird sich im Laufe eurer Entwicklung verändern, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es überhaupt keine energetische Ladung mehr für diesen Bereich der Untersuchung gibt. An diesem Punkt könnt ihr einfach darüber kichern, wie effizient eure Seele war, das Thema in eurem Bewusstsein in einer Schleife zu halten, um euch viele Möglichkeiten für euren eigenen Erfolg zu geben. Versteht ihr? Themen tauchen auf, um euch zu dienen, nicht um euch zu bestrafen. Das kann euch helfen, mit eurer Reise gelassen umzugehen, denn ihr werdet niemals das verpassen, was ihr eigentlich erleben wolltet. Tatsächlich werdet ihr viele, viele Gelegenheiten bekommen zu sehen, wie weit ihr gewachsen seid. Dies wurde mit Liebe getan, für euch, von euch, basierend auf dem, was ihr erleben und meistern wolltet für eure weitere Entwicklung. Und vor allem möchten wir, dass ihr wisst, dass, wenn ihr ein Thema gewählt habt, es bedeutet, dass ihr auch das volle Potenzial habt, damit in einen Raum des Friedens zu kommen. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Ja, hier haben wir mal wieder den Konflikt. Engel ist noch nicht inkarniert gewesen. Und ja, tut sich leicht, Dinge anzusprechen, die für uns ja vor allem recht erschreckend sind. Wenn man immer wieder ein ähnliches Thema serviert bekommt und man fühlt halt eben diese alte Energie, die mit dem Thema zusammenhängt. Natürlich hat es dann nicht mehr ganz die Wirkung. Man hat ja schon damit gearbeitet, im besten Falle. Also was fällt mir ein an Beispielen? Ja, Frauen, die sich so bestimmte Männertypen aussuchen, also Männer, die sie schlecht behandeln und es irgendwie zur Aufgabe gehört, darüber hinauszuwachsen. Also dieses alte Patriarchat, diese Männergesellschaft, auch dieses Beherrschtsein durch den Mann aufzulösen und aufzugeben und darüber halt hinauszuwachsen. Aber die lernen dann oft eben diese gleichen Männer kennen und interessieren sich dann auch für diese ähnlichen Typen. Aus diesem Kreislauf auszubrechen ist gar nicht so leicht und man hat dann auch das Gefühl, es gibt doch solche Männer. Das ist so ein Beispiel, wo man ja verzweifeln kann, weil man immer auf ähnliche Muster trifft. Und das macht dann einfach auch keine Freude, keine große. Aber wenn man ein Thema wirklich ja, bewältigt hat, dann ist es hoffentlich nicht so, dass man, wenn es
ja, auch so sanfter wiederkommt, weil das ist schon meine Erfahrung, dass man nochmal überprüfen kann, ob man damit wirklich durch ist. Und wir werden ja auch sensibler, feinfühliger und wir haben es oft vielleicht wie so ein Werkstück grob in die Form gebracht, also uns grob in die Form gebracht und dann kommt es nochmal feiner und man kann an Details arbeiten, in Anführungsstrichen. Also auch das mit der inneren Arbeit. Arbeit ist halt sehr negativ belegt. Ja. Das ist aber wichtig. Und wichtig ist auch, dass wir Freude daran haben, dass wir uns nicht selbst quälen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist aber, das kann man gar nicht oft genug sagen, weil das dann so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Ja. Früher hat man gar nicht über Schattenarbeit geredet. Da war einfach Licht und Liebe und alles andere. Och, war egal. Und jetzt hat sich das ins kollektive Bewusstsein der spirituell wirkenden Menschen gesetzt, dass Schattenarbeit dazugehört. Jetzt kann man es aber auch da übertreiben. Und letztendlich geht der Text auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sich eben nicht selbst quält und vor allem nicht in den Selbstvorwurf kommt, wenn man scheinbar immer wieder, wenn auch vielleicht sanfter, mit einem Thema konfrontiert wird. Und was da natürlich auch drinsteckt, ist, dass man nicht bewerten sollte. Ja? Also von außen, wenn jetzt dein Freund oder deine Freundin scheinbar wieder ähnliche Probleme hat, wie ja schon mal da waren, könnte man jetzt von außen sagen, oh, er checkt's einfach nicht oder sie kapiert's einfach nicht. Ja? Und das ist auch eine Gefahr, dass man von außen die Prozesse der anderen Menschen beurteilt und bewertet. Das ist mir immer wieder passiert, dass Menschen meinen, sie müssten mir Tipps geben, also auch die mich gar nicht kennen. Ja? Und so Dinge wie, ja, warum bist du alleine? Warum hast du keinen, warum öffnest du dein Herz nicht für die Liebe? Ja, also, da haben sich bei mir Frauen gemeldet, die dann schon fast böse wurden, dass ich nicht so reagiert habe, wie sie gern gehabt hätten. Das war sehr befremdlich, ehrlich gesagt. Ja. Und auch körperliche Themen, ja, wenn ich sage, dass ich graue Haare habe, dann bekomme ich Tipps, ja, wie ich keine grauen Haare mehr haben kann. So, was? So, habe ich dich darum gebeten? Nein. So, und vor allem dann Dinge schreiben, die ich eh schon weiß. Ja, also auch witzig. So, als ob ich mich noch nie mit Ernährung in der Tiefe beschäftigt hätte. Also ganz kurios. Ja, also ist lieb gemeint, das weiß ich auch, aber hey, bleibt bei euch. Und genau das ist auch, ja, wenn man einen dicken Menschen sieht, denkt man, oh, da hat er ein Thema nicht bewältigt, da. Ja, was weißt denn du, ja, über die Prozesse der anderen Menschen? Also einfach schwierig. Ja. Erst wenn jemand sich bei dir meldet und sagt, kannst du mir mal einen Tipp geben oder kannst du mal, oder was ist deine Meinung darüber? Dann darfst du loslegen. Vorher nicht, du weißt nichts über die Prozesse der anderen Menschen, du weißt nichts über deren Lebensweg, einfach mal Fresse halten. Das ist, man kann es ja auch mal einfach so aussprechen. Sehr spirituell, gell? Ja, aber ja, das ist so, jetzt so, mein Tipp für euch. Und ja, man hat aber diesen inneren Kritiker ja auch in sich, ja, und der kann auch mal Fresse halten. Ja, also, ich hoffe, dass das viele verstanden haben, dass wiederkehrende Themen natürlich keine Quälerei sind und vor allem keine Strafe oder Karma, ja, auch das ist schon schlimm genug, wenn du das über dich denkst, aber wenn du das auch über andere denkst, ist auch schlimm, ja, dass du sagst, oh, der muss aber in seinem vorherigen Leben richtiger Penner gewesen sein, ja, nee, also, ja, so einfach ist es nicht, ja. Und wir waren alle schon mal, ja,
Vollpfosten, sage ich jetzt mal, weil wir das erfahren wollten, ja. Und das ist auch ein Spiel, das ist auch witzig, ja. Und deswegen ja auch das Kichern, das hat mir gut gefallen, der Teil des Textes, dass wenn man, ja, zum Beispiel, nur so als Beispiel, ja, als Frau lernt man den x-ten Narzissten kennen, ja, und geht mit ihm natürlich keine Beziehung ein, aber man kann sich doch auch drüber amüsieren, ja, was denn diese Leute oder diese Wesen immer von einem wollen. Ja, ist doch witzig, wenn man es dann erkannt hat. Und dann muss man sich nicht selbst geißeln und sagen, ja, irgendetwas in mir, ja, spiegelt das wieder? Ah ja, genau, da hatte ich auch so. Das war ja so ein Thema mal kurz in Kommentaren und da habe ich auch mich ja, dazu hinreißen lassen, wobei das meine geistige Führung ganz deutlich wollte, dass ich mal auf Kommentare antworte. Und in dem Fall war es so, nachdem Wug und ich in einer Sendung ein bisschen uns ja, über Kommentare unterhalten haben, da kam dann das Feedback so, ja, das ist in dir. Ja, alles ist in dir, was diese Kommentare auslöst. Guck bei dir hin. Ja, und dann noch gern geschehen, der Energieausgleich. Ja, ich habe dir jetzt eine wunderbare Leistung erbracht. Ja, nein. So. Ja, das ist halt super übergriffig, diese Dinge. Muss man aufpassen. Ich versuche natürlich, also ich spreche jetzt über mich und über meine Erfahrungen. Ja, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, kann ich nichts dafür. Ja? Dann bin ich euer Arschengel. Ist auch eine Wahrheit. Ja? Das ist und dann dürft ihr mir auch dankbar sein. Und wie gesagt, ich versuche ja nicht jetzt euch speziell Tipps zu geben. Ich rede einfach aus meiner Sicht über ja, Aspekte eines Textes und versuche es ein bisschen ins Menschliche zu bringen. Einfach ein bisschen konkreter zu werden, weil das sonst so abgehoben ist. Ja, und spannenderweise hat auch der Arcturianische Rat heute über wiederkehrende Zeichen gesprochen. Also über Dinge, die immer wieder in unser Leben kommen, damit wir dann sagen, ja, jetzt glaube ich auch, dass das kein Zufall ist, sondern man könnte auch früher reagieren. Auch das ist eine Wahrheit. Also, ja, einerseits ist es klar, wenn man ein Thema erledigt hat und daran gearbeitet hat, hingeschaut hat, das ist ja auch ganz wichtig, es überhaupt erkannt hat, ja, mit seinem Adlerblick draufgeschaut hat, mit welcher Technik auch immer man sich da dann geholfen hat, aber es einigermaßen erledigt hat, dann ja, ist ja alles gut. Aber manchmal kriegen wir ja Hinweise und ignorieren sie. Ja, und das wiederholt sich dann doch logischerweise, auch wenn in anderer Form. Ja. Das ist nicht immer auf die gleiche Art und Weise, aber intuitiv weiß man dann, was gemeint ist. Und ich traue uns auch zu, je besser wir angebunden sind an unsere Intuition, an unser Herzwissen, dass wir uns nicht mehr Vorwürfe machen, wenn da nochmal was kommt. Sondern dass wir sagen, ja, ist ja nicht schlimm, ja. Ist witzig, gucke ich mir an, ah ja, kenne ich schon, ja, so und so, verstehe, ja. Dann kommt noch was anderes hinzu, wir sind ja auch Helfer, Heiler und Wegbereiter und der ein oder andere hat hier Themen serviert bekommen, um sich auszukennen. Als ich Sozialpädagogik studiert habe, war auch immer jemand mit einer Colaflasche und der hat schon immer so angedeutet, ja, das ist so sein, ja, das ist so sein Talisman. In Wirklichkeit ging es darum, der war halt mal alkoholsüchtig und hat dann Sozialpädagogik studiert, um anderen helfen zu können. Und tatsächlich sind die besten Suchtberater diejenigen, die selbst schon mal süchtig waren. Die es natürlich im besten Fall bewältigt haben. Und manchmal noch nicht mal. Manchmal sind die auch noch drin, wissen aber, worüber sie reden. Das ist oft viel wichtiger. Und vielleicht ist das ein oder andere Thema bei euch auch in diesem Leben nur so deutlich, damit ihr, wenn andere Menschen auf euch zukommen, ihnen wirklich wahrhaftig helfen könnt, weil ihr wisst, worüber ihr sprecht. So, ein schöner Gedanke, oder? Dass man sich nicht
Vorwürfe machen muss. Oh, das ist ja Karma-Ausgleich. Ja, das steckt ja drin in uns. Ja, so gestern im letzten Leben Scheiße gebaut, heute Ameise. So die älteste Wiedergeburtenlehre, die kommt ja aus dem fernöstlichen Raum. Ja, und das ist ja sehr, sehr befremdlich, würde ich mal sagen. Das will man nicht, sondern man versucht natürlich dann alles gut wie möglich zu machen, weil man Angst hat. Und das ist ja auch wieder so eine Wahrheit. Also wir haben Angst vor der Hölle, die haben Angst vor dem Wiedergeborenwerden als Kröte. Ja? So. Oder weißt du, was da als schlechte Tiere gilt? Und das Erschreckende ist, es wird sogar gelehrt, dass es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt als Mensch im nächsten Leben geboren wird. Dass man erstmal wieder ja, ganz viel Tierreich hinter sich bringen muss. Und das macht ja keinen Sinn. Ja. Wie kann ich denn meine... Also das sagt ja schon der gesunde Menschenverstand. Ja. Und der ist ja manchmal nicht ganz gesund. Dass es keinen Sinn macht, wenn man als Mensch Fehler gemacht hat, dass man dann als Tier wiedergeboren wird, wo man diese Fehler gar nicht machen kann. Sondern dann geht es natürlich darum, dass man im nächsten Leben wieder mit diesen Lernaufgaben konfrontiert wird und sie dann im besten Fall bewältigt. Und dann sind wir beim letzten Teil des Textes und das habe ich schon immer gesagt, wenn jemand wirklich dramatische Themen hat und sich auch dir gegenüber öffnet und sein Herz ausschüttet, dann kannst du immer sagen, und das wirklich auch mit einer hundertprozentigen Wahrheit, unfassbar, was du für ein großes Licht bist. Weil diese Lernaufgabe, die du dir hier gestellt hast, das bedeutet auch, dass du das Werkzeug hast und die Fähigkeit hast, das zu überstehen, zu bewältigen, es hinter dir zu lassen, es loszulassen. Und das nötigt mir den größten Respekt ab. Also immer aufpassen, wenn bei irgendjemandem etwas so richtig schief läuft, dann kannst du auch immer sagen, wow, ein Meister am Werk. Und nicht, was ist denn bei dem falsch gelaufen? Sondern immer, oh, hoppla, hoppla, ja. Da ist aber ein ganz großes Licht am Werkeln. Und ja, für dich selbst, wenn du selbst dieser Mensch bist, dann kannst du dir eben gewiss sein, dass du alles hast, eben das gesamte Potenzial hast, in den Raum des Friedens zu kommen, wie es der Erzengel Gabriel so schön genannt hat, und dir keine Sorgen machen musst, dass du das nicht hinbekommst. Und dann gibt es ein kleines Side-Thema, das steckt jetzt in dem Text nicht drin, das ist aber auch leider wahr. Wenn ihr anfangt, für andere deren Aufgaben erledigen zu wollen, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich scheitern. Und warum? Weil ihr dieses Werkzeug eben nicht habt. Ihr könnt dem anderen helfen, sich selbst zu helfen, aber ihr könnt die Dinge nicht für ihn übernehmen. Da kann man auch so richtig schön auf die Schnute fallen, sage ich jetzt mal, ja. Wenn man anfängt, da zu viel zu machen. Und da geht es gerade ja, bei falsch verstandener Elternliebe. Man muss die Kinder auch scheitern lassen. Man muss es ihnen erlauben, auch mal Fehler zu machen. Man kann nicht immer jede Situation für sie beherrschen, durchdenken und ja, alles retten. Die kommen dann schon, wenn was zu retten ist. Ja, und es gibt auch andere Dinge, die sich, wenn sie sich wiederholen, einfach blöd anfühlen. Also eben gerade, ich habe ja gestern über Fülle und Mangel geredet. Wenn du Zeiten des Mangels erlebt hast, ja, und dann in der Fülle bist, hast du keine Lust mehr, dass die Spirale sich nochmal so dreht, dass Mangel wieder in dein Leben kommt. Ja? Also... Und ich glaube auch nicht, dass das die Zeit ist, in der das nochmal dramatisch ja, in unser Leben kommt. Und worauf legt ihr den Fokus? Das ist auch wieder so eine Sache. Ja. Sowas kann man ja auch in sein Leben ziehen, wenn man nämlich Angst hat um diese Mechanik, um die Wiederkehr
der Themen. Das sollte man auch eher locker sehen, ja. Es ist einfach so, es kommt wieder, aber eben viel sanfter. Ja? Einfach nur noch mal so als Frage und nicht mehr als, ja, Vollalarmproblem. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich gewahr werden sollte, damit man dann nicht Angst hat vor der Wiederkehr von Themen. Und die Angst würde ja diese Themen erst recht ins Leben bringen und dann vielleicht auch nochmal mit mehr Nachdruck, weniger als Frage. Ja, dann haben wir es für heute wieder, würde ich sagen. Wenn ihr Spiritscape ausschließlich auf YouTube anschaut, anhört, dann geht euch vielleicht was verloren. Das wollte ich euch noch kurz als Tipp geben. Guckt mal auf Telegram, auf unseren Telegram-Kanal. Die Links sind gepostet, weil wir können nicht jeden Text auf YouTube veröffentlichen. Da sind wir halt gerade so ein bisschen, ja, in dem Zeitalter der Zensur. Wenn es um, ja, gesundheitlich aktuelle Themen geht, dann darf man da nicht viel drüber sprechen. Insofern kann ich euch nur raten, guckt auch auf den Telegram-Kanal. Liebe Grüße. Euer Wolfgang.